Moin, moin. Mein Name ist Heinrich der Löwe und wir wurden nachts angegriffen. Hier liegt nur ein verkackter Zombie. Die haben hier alles, aufgeschlagen. Sind sogar fast hochgekommen. Ich wollte gerade graben, was ich auch jetzt gerade herausgefunden habe. Es gibt, wenn man in Erdreich gräbt, gibt es Steine mit 7000 Stärke. Und dann habe ich da 4000 Punkte runtergeknüppelt. Und dann gab es da bisher ein Gold- und Silbernugget. Finde ich cool, dass es da mal was gibt. Im Erdreich. So. Wir machen heute Verteidigung Spezial, nenne ich das jetzt einfach. Wo sind diese Cottlestone-Steine? Steinplatten? Hat man nicht mehr? Ah, ich habe sie dabei. Hahaha. Steinplatten. Du hattest doch eine Axt für mich gemacht, ne? Ja. Wo ist die? Ja, die ist in dem Werkzeugschrank am Fenster. Im Werkzeugschrank am Fenster. Ganz links. Ganz links. Perfekt. Dann machen wir gleich hier Hacke, Hacke, Peter. Dann komm, soll hier jetzt... Ich höre schon wieder jemanden. Schreitante. Ich knock die gleich weg. Du kleine Bitch, du. Hier schön am See. Halt du deinen Mund. Ich weiß, du hast Kopfschmerzen. Da gibt's Aspirin. Aspirin gibt's hier. Ah, halt doch mal den Rand da. So, hier schön an den Rand mache ich meine kleine Mini-Farm. Ja, sie hat Leute angelockt. Ah, ich komme. Also, hier laufen zwei Leute, zwei Banker. Vielleicht sind es bisher nur zwei. Noch brauche ich keine Hilfe, du kannst normal weiterarbeiten. Achso, es waren vier auf einen Fleck, hä? Wie geht das denn? Der Banker hat sich geklont oder so, keine Ahnung. Ich will doch keine Versicherung von dir. Ja. Ist er jetzt ein Banker oder ein Versicherungsverkäufer? Das eine war ein Versicherungsverkäufer, das eine war ein Banker. Das war hier... Ist ein Supervisor? Nee, ein VIP wollte ich sagen. Und das war ein Politiker. Darum hat er auch kein Rückgrat. So. Vielleicht haben die Zombies ihm das Rückgrat rausgerissen und aufgefressen. Ja, wahrscheinlich. Ja, wo kommst du denn rausgehüpft? Willst du mich verarschen? Ein Schlag und tot. Der kam hier aus diesem Loch rausgehüpft und war da. Okay. Bernie. So, wir können jetzt ich kann jetzt endlich Aloe Vera anbauen. Hurra. Einen Samen hatte ich nämlich davon. Hallo, und Vera. Mais. Ich bräuchte noch Kartoffeln. Warte mal, ist das Stein? Nee, ist Erde. Habe ich eine Schaufel dabei? Kaffee können wir eigentlich auch anbauen. Bau alles an, was geht. So, für Pilze brauche ich noch Erde. Das heißt, ich gehe jetzt graben. Ja, das ist eine hervorragende Idee. Weil das müssen wir ja sowieso machen. Fantastisch kombiniert. Oh, das geht gleich viel besser mit dieser wunderschönen Schaufel, die ich gebaut habe. Das heißt, du kannst dann gleich viel, viel besser graben, ja? Ja, das ist gleich ein ganz anderes Gefühl. Ein ganz anderes Gefühl? Mhm. Mensch, was für ein Highlight. So, ich werde jetzt hier mal die Feuerwerks testen. Vergiss nicht, du hattest, glaube ich, doch diesen Wurzblitter auf deinem... deiner alten Axt, dass du den da mit drauf packst und so. Meine alten Axt? Hattest du da nicht was? Ach so, die Steinaxt. Ach ja, klar. Ja. Ja, die brauche ich ja dann gar nicht mehr. Nein. Oh. Ah. Ja. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Danke. Dann kann gut, die Steinaxt zerlegt werden. Die neue Axt kann modifiziert werden. Zack, ein bisschen mehr Damage. Abschließen. Tolle Axt. Und komm her, jetzt machen wir Hackebeter hier.
Raumfeld! Timber! Timo und Pimba! Ne, Timber. Timon und Pumba. Ach, Pumba. Okay. Was weiß ich. Ist lange her. Ach, ist das nicht schön, endlich für Holz hacken. Yeah, Baumfeld! Ja. Ist das Beste am Spiel. Baum hacken, hacken. Nee, das Beste am Spiel ist, irgendwelche coolen Hüllen zu bauen. Ja, wir graben ja gerade wieder im Keller. Ah, von hinten kommt schon wieder ein Zombie. Ist ja nur einer. Dann kommt Aspirin. Hallo, hallo Nachbar. Wie geht's dir? Ja, schöne Sonne heute, ne? Schönes Wetter, schön warm, dank den Fackeln. Ob ich eine Aspirin habe? Ja, natürlich habe ich eine Aspirin. Hier. Kopf tut noch weh. Dann noch eine Aspirin. Noch eine. Das haut ihn glatt um. Der hat so starke Kopfschmerzen, das haut ihn glatt um. Dann ist hier noch eine Aspirin. Siehst du, jetzt ist er eingeschlafen. Schön. So. Diese Bäume hier kotzen mich an. Denk daran, beim Graben und so immer viel trinken, ne? Ja. Das sage ich und könnte selber mal was trinken. Boah, hier mit der Allee im Hintergrund sieht das echt fett aus. Und die Bäume sind alle gleich aus irgendwie. Ah. Siehst du, was ich sagen wollte? Wenn du dein zwar Aspirin nennen willst, aber nicht dem Hersteller ja, was schenken möchtest. Ja. Dann sagst du Acetylsalicylsäure. Ja, nee, dann bleib ich bei Mr. Bass. Du kannst es auch ASS nennen oder AS. Nee, ich bleib bei Mr. Bass. Ey! Was denn? Der Baum ist fast auf mich draufgefallen. Ja, dann weich doch mal aus. Grabe hier. Ich mache aber den Graben erstmal nur einen breit. Der kann ja noch verbreitet werden. Genau. Ich hacke erstmal ein bisschen und dann komme ich später, hole ich meine Schaufel nochmal raus. Ja. Und dann hacke ich mit hier nur diese Bäume hier an diesen. Dahinter dürfen die wachsen, aber nicht davor. Und jetzt mache ich nochmal Schleichwerbung. Ich trinke gerade Mathilde-Kaffee. Mathilde die Sanfte. Genau. Von welcher Firma ist das überhaupt? Was? Braunschweig-Kaffee? Irgendwie sowas. Das ist eine Braunschweiger Rösterei eben. Ah. Ja, schmeckt nach Kaffee, ist sanft. Kann man gut trinken. So, sanft im Geschmack. Genau. So, und wer weiß, vielleicht kennt ja sogar jemand von euch den Film, den ich gerade zitiert habe. Welchen Film? Da geht es um eine Zigarettenmarke allerdings, wenn man sagt, mild, sanft im Geschmack. Oh, die hat schon wieder Banker und Versicherungsverkäufer angelockt. Also die Schreitussi steht echt so auf diese ganzen Anzugträger. Ja, die ist leider, ne, schon wieder vier auf einen Haufen hier. Hast du ein bisschen was von Matrix mit dem Agent? Wenn die alle so ineinander stehen. So, war's das jetzt? Ich mal in Ruhe hacken kann man. Oh, da hinten kommt eine Dicke. Und hier hast du was kaputtgeschlagen letztes Mal, ne? Die Lampe hast du gesagt. Ja, ich habe aus Versehen die Lampe abgebrochen. Ich dachte, das wäre ein Baum. Mm.
jetzt habe ich die Teile da weggemacht. Ich glaube, ich gehe mal was essen. Ah, ich überlege gerade, wo ich die ganzen Bäume pflanze, die ich jetzt abgehackt habe. Ach, hier kann noch was hin. Zack. So, wie viel Holz habe ich jetzt? 1200, ist ein Witz. 1200 sind schnell weg. Ja, ja, es sind 60 Stacheln oder so. Naja, komm mal her. Bevor du hier noch weiterläufst. Lernst mal Mr. Bass kennen. Oh, das war Erde. Erde. Na, bleibst jetzt liegen? Geht doch. So, hier haben wir ja schöne Bäume in einer Reihe. Sehen auch alle identisch aus. Das könnte man noch ein bisschen verbessern, finde ich. Dass es dieselbe Baumsorte nicht immer ein Modell ist, sondern vielleicht 20 verschiedene Baummodelle oder so. Von einer Sorte. Die so jedes Mal ein bisschen anders ist, damit es nicht so auffällt. Aber ne, das ist ja noch in der Alpha, das Spiel. Und mittlerweile läuft es viel, viel besser als früher. Und es sieht doch viel, viel besser aus. Baumfeld, ja. Es ist immer noch nicht perfekt. Ich weiß nicht, wie viele Leute an diesem Spiel arbeiten, ne? Jetzt natürlich so wie bei Myst Survival, es ist auch so ein kleines Survival-Spiel. Dabei sind es ja auch nur 2-3 Leute, wo die dran arbeiten. Oh, okay. Ja, und kann ja sein, dass es bei dem Spiel so ähnlich ist. Es gibt halt Spiele, da ist halt keine große Firma hinter und aber solange ich immer sehe, dass da wer dran was macht, ne? Genau, Zomboid. Zomboid war doch auch eigentlich nur ein Einzelmann-Projekt. Ich glaube. Sieht zwar pixelig aus. Ja, Zomboid hat aber mega Spaß gemacht. Ja, Zomboid hat auch neue Ideen gebracht, ne? Die sich dann andere hier, Firmen hier, Spielehersteller hier auch hier, 7, nee, HZ1 oder hier auch, unser Spiel hier, 7 Days, so ein bisschen was kopiert haben. Hm. Zumindest hat es den Eindruck gemacht. Ja, klar, die hatten das zuerst so also ein paar Sachen. Ich weiß nicht mal genau, was es war. Ja, wahrscheinlich einfach auch das mit dem Bauen und so. Bauen und Zombies kombinieren. Ja. Dann hast du ja auch bei Zomboid, hast du ja auch diese verschiedenen Fähigkeitsbäume, sag ich mal. Überleben, dass man dann halt Fallen aufstellen kann, etc. Naja. Aber es ist doch schön, wenn sie alle voneinander lernen. Gekauft wurden sie ja trotzdem. Oh yeah, ich habe fast die zweite Seite schon. Ach du, was? Achso, gegraben oder? Ja, ja. Super. Oh, da ist schon wieder so eine Kreischtussi. Gleich umhauen. Wir wollen nicht hier leben. Genau. Keine Gnade für Kreischtussis. Aber früher... Behalt deine Banker für dich. Ja, wollte ich gerade sagen. Früher hat die mehr unterschiedliche Zombies angelockt. Wir wollen keine Banker bei uns. Und mehr Zombies. Also es war echt übel. Vielleicht wird das noch übel. Kann sein. Dass sie dann, ja, alle 7 Tage immer mehr, schlimmer wird, so quasi. Ja, ach, hier ist dein Garten, oder was? Ja. Ach, dann würde ich sagen, pflanzen wir da beim Garten gar keine Bäume.
Man sieht ja deinen Garten gar nicht. Hm. Was ist das für ein Baum hier? Weg damit. Das ist Garten, Junge. Geh weg. Pflanz dich woanders hin. Hat dein Beet gar nicht gesehen, du. Ja, ja, weil da die Ahornbäume so... Ja, die hauen mal weg. Heimlich. Echt. Noch ein Ahornbäumchen hier. Doch, dich hau ich weg. Du bist ein bisschen größer. Zack. Muss man doch sehen. Jetzt habe ich leider, weil ich das nicht gesehen habe, in der Nähe auch schon Bäume gepflanzt. Ja, ach, ist doch nicht so schlimm. Na, dann weiß ich das Bescheid und wenn ich das nächste Mal da die Bäume sehe, da, dann werden die auch gleich niedergehackt. Boah, dann pflanzen wir hier weiter hinten. Hier stürzt doch keinen. Ach, mir fällt ja gerade ein. Ja. Hier ist überall Kotten. Warte mal. Kann ich sie nicht einfach umhauen? Hm. Kotten ist gut, wir brauchen nämlich... Ja, ich weiß. Ein bisschen Kotten kannst du dann aufheben und nicht verarbeiten, dann pflanze ich nämlich neue Kotten an. Oh, Drop. Oh mein Gott, das ist ja schon Tag 13. Scheiße. Ja. Zeit rennt, ne? Morgen ist dann die blutrote Nacht. Oh mein Gott. Das feuert mich jetzt noch an, schneller zu graben. So. Fasern können weg. Rezepte, Stofffetzen, zack. Alles ein, zwei... Kotten bitte, oder 4 Kotten übrig lassen, bitte. Ich habe jetzt 6 Kotten übrig gelassen. Auch gut. Oh. Ups, nö. Hab ich die weggeworfen? Ach, hier ist auch noch Kotten. Kotten, Kotten, Kotten. Ja, ich habe dir ein paar übrig gelassen. Sehr gut. Weil dann mache ich daraus Kotten Seed. Weil dadurch, dass ja die Zombies so normalerweise keine Klamotten jetzt mehr tragen, hat man nicht mehr so viel Kleidung und auch nicht so viel Stopffetzen. Nein. Ja, das stimmt. Also früher hatte man da immer durch die Leichen halt immer... Ja. Oh. Was denn? Da ist schon wieder so eine doofe Tussi. Hause um. Die doofe Kuh. Ah ja, die hatten ja hier eine Reihe Verteidigung 1A. Weg jetzt. Halt die Klappe! Ja, da kommen sie. Oh, diesmal sind es andere. Bin gleich da, ich mach hier gerade. Ja, alles gut. Ach, scheiße. Ich habe ja keinen Hammer. Ich kann ja gar nicht reparieren. Ja, aber ich denke mal, die können wir umboxen, oder? Ja. Die. Mr. Bass! Auch du lernst Mr. Bass kennen. Aua! Arschloch! Aua! Lass dich doch nicht hauen! So, da hinten ist so ein anderer mit einer Gasmaske. Boom! Boom! Oh, ist schon tot, hä? Boom! Nein! Lass dir das mal durch den Kopf gehen, Junge. Durch den Kopf gehen. Genau. So, hier jetzt vorsichtig. Hier sollten wir auch auf jeden Fall eventuell nochmal schauen, dass wir das ganze Gras entfernen vor dem Graben. Nicht, dass wir da aus Versehen reinlaufen oder so. Ja. Oh, ich habe hier außen mal Fackeln hingestellt, die sind weg. Ja, die habe ich in den Graben reingehängt, dann ist der Graben schön beleuchtet. Ja, die hauen sie aber kaputt, ne? Das werden wir sehen. Naja. Ich kann das nicht.
Boah, wie viel Holz verbrauchst du denn zum Reparieren? Ja. Ah, die Spitzen übereinander sehen irgendwie scheiße aus. Die sahen auch im Teil davor nicht so. Also im Teil davor. Also in der alten Version, Alpha 16er. War zerquetschte. Ich sah alles deppert. Kaputt. Will auch die Falle reparieren, verdammt. Dass er immer anzeigt, dass ich hier irgendwie was auf meinem Boden machen will. Will ich nicht. Aber das hatten wir auch schon davor, dass ja, irgendwie das nicht die Fallen getroffen hat. Eine alte Krankheit. So, die eine Seite ist jetzt schön mit Stacheln besät. Das ist schön. Dann hacken wir mal weiter. Hacken, hacken, hacken. Ist das nicht toll? Das macht Spaß. Hacken, hacken, hacken. Jetzt eine Kettensäge wäre schön. Ey, ich war so glücklich, als ich bei The Forest da die Kettensäge gefunden habe. Gegen die Kannibalen hat es nichts gebracht, weil die immer nur so leicht zurückgeschoben haben. Die Kettensäge hat die Kannibalen leicht zurückgeschoben. Aber die hätte eigentlich so schön stecken bleiben. Das so lange sägen, bis die dann zerfetzen oder so. Naja. Haben die Entwickler leider nicht gemacht. Aber für Bäume war sie super. Und ich hätte hier gerne auch so eine Kettensäge. Dann können die Bäume in Reihe wachsen und dann mäße sie einfach einen nach dem anderen nieder. Das wäre schön. Sei doch jetzt erstmal froh, dass du eine eiserne Feueraxt hast. Ja, bin ich ja auch, aber eine Kettensäge wäre auch cool. Oh, meine Schaufel ist bald kaputt. Nochmal 70 Stacheln. In den Gräben, die wir ja, den Graben, den wir ja machen, da will ich ja auch Stacheln rein. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn die wieder nicht zwei dick sind, sondern nur ein, da kommen auf jeden Fall rein. Ja. Oh, jetzt kann ich schon ein paar Bäumchen pflanzen. Wer sonst nichts zu tun. Eigentlich müsste. Oh! Was denn? Da kommt eine Horde Muttis. Muttis? Schön in einer Reihe. Warum kommen die jetzt immer so in einer Reihe? Ah, ich sehe sie. Aber die kann man wunderbar knüppeln, du. Durchbrechen wir die Linie. Ja. Kriegst du mal was? Du kriegst mal was. Du kriegst auch was. Oh, die haben sogar gerade das Gras ein bisschen weggekloppt. Das ist aber nett. Finde ich auch. Kannst du mal häufiger machen. Aua! Die hab ich bewusstlos geschlagen. Dumme Kuh. So eine blöde Kuh. Jetzt kommen vom Hügel auch andere Zombies. Ja, jetzt kommen die Männer dazu. Nee, auch eine dickere, du. Komm zu mir. So, du kriegst auch was. Jawohl. Aua, wie hat er mich denn erwischt gerade noch?
Oder hast du mich gehauen? Nein. Jetzt auch gesagt. Nicht, dass ich wüsste. Aber waren das alles? Ja. Also ich glaube nicht, dass die von der Schreitante waren, oder? Nee. Die kam einfach hier so vorbeigewandert. Wanderzombies. Mhm. Streuner. The Hiking Dead. Ich hau mal ab da. Oh, Federn. Kann ich mir was davon bauen? Oh, eine Stripperin. Die hole ich mir. Mach mal. Hä, die hat ja Gummistiefel an, ne? Oder nee, sind so Wrestlerstiefel oder keine Ahnung, was das sein soll. Guck mal. Das sind aber wirklich so komische Stiefel. Komische grüne Stiefel. Hm. Naja, dann hacke ich hier mal ein bisschen Bäumchen. Die stören mich auch, sind viel zu nah. Wer weiß, was noch so für Zombies heute kommen. Oh, meine Schaufel ist gut. Muss ich. Ja, dann viel Spaß. Boah, da hinten ist schon eine Fleischfrau. Ich kümmere mich gleich um die. Okay. Pack weiter. Die ist noch ein bisschen weg. Ich hol mir nur ganz kurz Eisen. Reparier die Schaufel. Aha, du bist im Graben. Jetzt rennst du den Graben lang. Oh, ist das schön. Oh, das ging aber schnell. Ich bin schnell tot. Und da ist schon die nächste. Und die hat ihre Bankerfreunde mitgebracht. Wie viele? Brauchst du Hilfe? Zwei. Na, pass auf, das sind manchmal so viel ineinander. Habe ich jetzt zweimal gehabt. Autsch! Treffen dich auch noch, ist ja frech. Ah, die laufen sehr schön in die... in den Graben rein. Haha. Oh, drei Kreischerinnen. Hm. Bin mal unterwegs. Komm mal zu dir. Vier Kreischer. Oh, und ich habe kein Stamina mehr. Hm. Halt die Fresse da. Aua. Also, Leute, das ist jetzt doch ein bisschen viel hier, ne? Hast du mich denn gerade erwischt, Kleine? Ups. So. Tot. Tot, tot, tot. Oh, triff doch mal. Ich hatte meinen Ausdauer schon, deswegen ist jetzt gerade der Bogen mal da. Puh. So, ich gehe mal auf den Hügel, mal gucken. Die kam jetzt von hier, oder was? Mhm. Ob da jetzt noch mehr kommt? Ist das nur der erste? Ah ja, hier ist es ja so ein bisschen alles verwinkelt. Aber hier ist nichts. Hätte ja sein können. Ich will wenigstens okay. Noch bis zur Straße kommen, hier auf der Seite. So. Was ist mein Ziel für heute? Ich verbaue noch meine Stacheln. Ach, das bist du. Ich dachte, da kommt jetzt schon wieder ein Zombie. Nee, das bin ich. Ich sehe aus wie ein Zombie, bin ich aber nicht. Dann haben wir die Seite nämlich auch gleich safe.
Das noch. Ach nee, das kann nichts. Ja, dann müssen sie mal das Holzteil kaputt schlagen, dann können wir einen Steinblock ransetzen. Ja. Dann passt das. Trinken. Oh, ist ja gut, dann nehme ich als Reparatur hier. Will das doch nur reparieren. Oh, sollen sie mal kommen, die Schweine hier. So, da wo die Frames sind, das machen wir dann zum Schluss. Da haben sie auch schon ein bisschen was kaputt gehauen. Ja, ich weiß, kann ich graben. Das geht mir so auf den Sack. Diese Stacheln zu reparieren ist echt eine Qual. Erwischt das irgendwie nicht immer. Ich höre schon wieder irgendwas. Ja, ich sehe sie auch. Dann ihn nochmal schnell los. Hast schon gekillt, Mensch, das ging doch schnell. Nee, nicht die Kreisschussi. Wo ist der denn? Vorne am Eingang, oder was? Ah, hast du. Ja, jetzt habe ich sie. Ah, da kommen noch mehr. Also hier kommt noch eine Kreisschussi, die nehme ich mir gleich. Zur Brust und links davon haben wir noch so einen Gasmaskentyp. Boom. Boom. Gut. Ja, anstrengend so ein Tag zu Hause, ne? Ja. Man kriegt nicht das hin, was man will, weil die ganze Zeit dann irgendwelche Zombies nerven. Aber eins ist schon mal gut, also das Haus ist einmal untenrum, rundrum müsste es eigentlich mit Stacheln besät sein. Das ist gut. Vorne noch nicht, sehe ich, fällt mir gerade auf. Und da kommen noch mehr Zombies. Das aber sind nur zwei normale. Über die kümmere ich mich. Oh, ein Schlag und dann tot? Okay. Vielleicht hast du gut getroffen. Boah, kann sein. Hallo Banker, wie geht's? Du siehst jetzt wie toll aus. Ja, fantastisch. Ja, ne? Manchmal schlägt man auch daneben, dann schlägt man halt auch so ein bisschen das Gras weg. Ja. Ganz praktisch. Mein Kumpel braucht bald hier was zu essen. Dad. Ja, ich bin auch schon wieder irgendwie auf 77% Ausdauer. 50 habe ich. Aber wir müssen ja eh gleich rein. Die Nacht ist ja eh gleich. Ja, ja. Unsere Zeit ist gleich vorbei. Ja,
Ja, ich denke, dann werden wir auch den nächsten Tag hier noch für die Verteidigung brauchen. Ja, definitiv. Weil dadurch, dass wir jetzt die Tage immer so lange unterwegs waren, und wir gerade so gebraucht sind, konnten wir da so ein bisschen irgendwie machen. Ja, gar nichts haben wir gemacht. Ja, wir, also davor die Woche hat man ja immer versucht, so ein bisschen was mal zu machen. So Stückchen für Stückchen, dass so ein Tag für die Vorbereitung gereicht hat. Ja. Ja, keine Ausdauer mehr. Wie sieht's denn aus? Was habe ich noch genug? Ich brauche was zu essen. Was zu essen? Ja. Was zu essen? Genau, Oma Mathilde. Das wird gleich mein letzter Baum sein. Dann mal ein bisschen Pflanzi-Pflanzi machen. So, morgen muss ich dann nur noch hier an der Straße graben. Halleluja. Ja, und dann breiter machen, ne? Halleluja. Ja, aber bevor ich es breiter mache, möchte ich erstmal diese eine Reihe mit Stacheln versehen haben. Nee, ich würde erst breit graben. Ich kann ja morgen graben, aber das Problem ist, wenn da Stacheln sind und du da gräbst, nachher rutscht du runter und so und dann bist du in den Stacheln und du weißt ja, wie schnell man stirbt da. Durch die Stacheln. Der hätte ich keinen Bock. Also wenn du ein bisschen aufpasst beim Graben, ja, ja. Dann ist das kein Problem. Das sagt dann die Person, die dann stirbt. Ja. Ich sag's ja nur. Immer Vorsicht walten lassen. Mache ich nochmal 40. Damit ich die Nacht noch ein bisschen Holz habe. Apropos, ich gehe jetzt rein. Ja, ja, ich gehe auch rein, dass es nicht wieder so knapp ist wie letzten Tag. Aber ich kann nicht so schnell rein. Ich kann nicht so schnell laufen. Meine Beine fühlen sich so schwer an. Klack, 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 klack. Und vor allem, wenn der Graben so ein bisschen beleuchtet ist, da sieht man dann auch nicht, was da so abgeht. Schau dir das mal an, wo da in einem Graben hängt. Ja, ist ja gut. Dann so, machst du mal ein paar Fackeln. Ich wollte noch was machen. Ich habe nämlich ein paar Eisenstangen hergestellt. Und die willst du dahin bauen, wo noch ein bisschen Frames sind, oder was? Genau, wo da die Frames sind und wo der Boden weggeschlagen ist, vor allem. Hm. So, dann nehme ich mir hier einmal die Fackel, damit ich auch was sehe. Mach das. Weil... Ach, die hattest du schon repariert. Ja. Ach, da dachte ich mir, können wir das gleich nutzen, um den Boden, also durch den Boden zu schauen. Sorry, da habe ich repariert. Ist ja nicht schlimm. Brauchen wir noch. Ab da rein mit dem Glas. Ich glaube Erde. Mal da noch. Bam, 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 bam. Nee. Nicht. Hey, das ist noch Oh, sag bloß, das geht jetzt nicht mehr. Das finde ich ja gut. Was geht nicht mehr? Na, dass die auf dem Boden liegen hier, die Eisendinger. Das ging doch immer. Oh, jetzt hast du 20.000 hergestellt, hä? Ja, 22. Das geht nicht mehr. Wieso geht das nicht mehr? Das ist doof. Hm. Ja, die haben sich wahrscheinlich, die Entwickler guckten sich die ganzen Videos, die ganzen Let's Plays an und denken sich, oh nee, das ist ja zu einfach, dann machen wir es wieder so. Ja, aber warum sollte ich die nicht auf den Boden packen so? Ja, was weiß ich, hab's das nicht gemacht. Kacke. Mann. Mann. Jetzt werde ich ja gleich zum Zombie. Arr. Ja. Until the Raid. Arr. Diese Truhe da, die eine, die müsstest du noch entsperren. Da. Wo ist denn meine Schaufel? Ich
habt ihr doch auch sogar eine neue. Nee. Eine neue Schaufel hast du nicht gemacht. Ach, da ist ja mal eine alte. Okay. Nehme ich hier noch so eine Dreier mit. Dann bin ich wieder im Keller. Geh mal in den Keller. Ich zeige euch mal den Keller. Na, hier ist so ein Keller. Mit Versatz, damit man nicht so tief fällt. So, dann kommt man hier tiefer. Dann geht es hier noch tiefer. Aber noch nicht so tief. Hier will ich mir einen kleinen Raum basteln. Und hier war noch irgendwo dieser 7000. Haha, du bist im Graben. Ja. So viel Kreischen, du bist im Graben hängen geblieben. Haha. Hey. 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 Hey, was? Ich suche meinen 7000 starken Stein. Noch 1800. Ich bin mal gespannt, was das passiert, was noch rauskommt, wenn ich den kaputt mache. Ob ich dann noch mehr Gold kriege oder so. Ich bin gespannt. 1, 2, 1, 1. 1. ...600... ...500... Ja komm! Ja komm! Und... nichts! Nichts? Ach, nichts Besonderes. Das ist ja erbärmlich. Hätte ja sein können, dass du irgendwie dann mehr von deinem... Nee, ich dachte auch nochmal zum Schluss nochmal irgendwie... nochmal Gold kriege oder so, aber... Pustekuchen. Wo hast du denn die Baumwolle gekauft? Ja, bei den Seed irgendwo da oben. Abbauen, ja. Beim Essen irgendwo. Mal ein weiter. Ja, wo bist du denn da? Andersrum. Dreh dich mal um. So, da wo Essen ist. Kiefer. Ah, warte. Die kann ich auch nochmal nehmen. So, zack. Rechts. Da. Ah. Fällt mir gerade ein. Cotton Seed. Kann ich hier nochmal Verbändchen machen? 6 Stück. Oh, gleich zerschlagen. So. Achso, ist ja Nacht. Ja, eigentlich nur hake ich jetzt noch ein bisschen, mache ich mit Stein. Und hier Eisen kann man gut abbauen. Man sieht das mal ganz gut. Das ist hier normaler Stein. Zack. Und das ist Eisen, das dunkle. Und das helle hier so manchmal, das ist einfach nur Sand. Das kann man weggraben. Dann kriegt man Lehm oder einfach nur Sand. Ganz nett. Joa. Und dann baut man sich hier unterirdisch so einen kleinen Keller. Oh, das wollte ich nicht machen. Ja, und hier bauen wir dann noch tiefer. Immer gut zu achten ist, dass man halt tief genug ist. Nicht, dass man da in den Gräben reingräbt, die man gerade selber buddelt. Ja, das wäre schlecht. Dann haben wir dann im Keller die Zombies. Das wäre nicht. Also wir sind ja unterm Keller, definitiv. Wenn sie von außen ins Haus reinhauen, dann kommen sie ja eh erstmal in den Keller. Ja. Und der Keller ist jetzt, müssen wir mal gucken. Wir sind bei plus 50. Wenn ich jetzt mal zum Keller hochgehe. So. Hier ist der plus Keller. Ah, sind doch. Also im Keller. Ja, ja, im Keller 59. Ja, hier höher werde ich nicht mal buddeln. Also ich will jetzt nur das Eisen hier abbauen. Ah, hier hast du eine Fackel gemoppelt, ha? Ja. Sehe ich ja nicht, wo ich hingrabe. Ja. Ich wollte sie ein bisschen hier hinpacken. Damit wir hier hinten auch Licht haben. So. Achso, ich wollte das Video beenden. Achso, ja. ich hoffe, es hat euch gefallen, unser Verteidigungsspezial. Morgen Verteidigungsspezial Teil 2? Oder machen wir dann erst zur blutroten Nacht? Nö, dann machen wir schön Verteidigung weiter. Okay. Sollte es euch nicht interessieren, müsst ihr es euch ja nicht anschauen. Das interessiert die Leute. Das ist. Natürlich! Das Buddeln und Bauen ist einfach das Tollste, was es hier in diesem Spiel gibt. Ja, und das hat euch gefallen, das Video? Ich gehe davon aus. Und wenn ja, dann lasst doch mal ein Like da, ein Abo oder ein Kommentar. Uns würde es sehr freuen. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.